Herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Ja, auch zurück, willkommen zurück von The Land of Pain, direkt wieder diesmal bei The Forest. Wir spielen heute die Version 0.49, die ist hier über Nacht rausgekommen. Und jo, wir sind im Hauptmenü. Was auf jeden Fall direkt erstmal neu ist, beginne ich ein neues Singleplayer-Spiel, ein neues, bekomme ich automatisch hier die Auswahl, welchen Schwierigkeitsgrad ich tatsächlich auswählen möchte, um ihn zu spielen. Es gibt Normal, den kennen wir bereits. Es gibt hier Hard, ja, das ist ein heftiger Schwierigkeitsgrad, der aktuell, wie man hier gut erkennen kann, noch experimentell ist. Die Entwickler sagen, erstmal soll das so aussehen, verunreinigt das Wasser, macht hier statt regulär einmal Schaden direkt 20 mal Schaden. Ja, und gleichzeitig gibt das Ganze aber nur 50% der rückgeführten Flüssigkeit zurück. Ja, das heißt um die Hälfte weniger. Was auch hier im harten Modus anders ist, ist hier die Kältegeschwindigkeit. Das heißt, meine Figur bewegt sich jetzt erstmal dreimal langsamer als üblicherweise, ja, wenn hier kalt ist. Und der Schaden ist dreimal so hoch. Ja, das ist ein bisschen fies, ne, alles zusammen. Aber hart, ja, wer es gern hart haben möchte, bitte sehr. Aber das noch nicht genug, ja, aufwärmen tut sich das Ganze auch nur halb so schnell wie bisher. Ja, und wem das wirklich zu hart ist und der genau das Gegenteil haben möchte, hier gibt es den Modus Peaceful. Ja, friedvoll, friedfertig. Ja, weiß nicht, ob das jetzt, habe ich noch nicht probiert, inwieweit sich das deckt mit, wie heißt denn der andere nochmal, Vegan Mode? Was weiß ich. Jo, wir spielen erstmal hier kein neues Spiel. Wir haben bereits eine neue Sitzung und das ist auch neu. Bei den Speicherständen, beim Laden, sowohl als auch hier beim Speichern, wird angezeigt, in welchem Schwierigkeitsmodus befindet sich dieser Spielstand. Jo, und los geht's ohne Verzug, bis gleich. Ja, und hier sind wir auch wieder an einer bisschen anderen Ecke als üblicherweise. Und das hat auch einen guten Grund, wir kehren ja direkt im Anschluss wieder zurück. Aber zuerst mal Theoriestunde, auch nur ganz kurz. Ein bisschen fies ist hier diesmal in dieser Version, die Entwickler haben die Tiere ein bisschen schneller gemacht. Ja, das heißt, die laufen ein bisschen schneller. Bisschen schneller hier davon. Ja, ist nicht so prickelnd. Kann man mal ausprobieren, wie sich das dann während des ernsten Gameplays verhalten würde. Im Multiplayer-Modus haben wir ja auch wieder das Hausbootruder, funktionstüchtig, das ging nicht, und ganz neu hier dabei, ich habe das noch nicht gefunden, rote Farbe. Ja, rote Farbe. Man reibt sich hier mit roter Farbe ein und das soll angeblich laut den Entwicklern die Gegner abschrecken. Ja, warum nicht, ne? Es zu probieren. Und das, sag ich mal, war es auch schon gewesen mit Theorie. Los geht's. Wir kennen ja die Schlüsselkarte. Der eine oder andere kennt auf jeden Fall die Schlüsselkarte. Hier unten ist das ganz markant, sag ich mal. Ja? Das sticht hervor, Sahara. Und hier diese Container haben jetzt auch, tja, was für ein Zufall, ja, das Logo auf der Seite drauf. Ja? Das sind die Neuigkeiten, sagen wir mal hier. Und wir sehen uns direkt an der anderen Ecke wieder. Jo, und ich sag mal, am üblichen Platz angekommen, ja, gibt's hier ein paar Neuerungen, aber das, was euch jetzt erstmal bevorsteht, ist, auch wenn es schön ist, halb so schön, wie das, was danach kommt, ja. Jo, ihr kennt das, sag ich mal, von den letzten Updates, der Rüstungsständer, ja, den habe ich jetzt nicht hier. Die Rüstungen und auch die Felle lassen sich dran aufhängen, indem man hier die Rotationstaste benutzt. Ne? Man schaltet hier die einzelnen Felle und Rüstungen durch und das gibt es jetzt auch hier am Wandwaffenhalter. Ja? Man kann nicht wirklich erkennen, um welche Axt es sich handelt. Außer es ist die Kette-Axt. Was ist das denn? Oh jo, das Schwert. Katana.
Und das sind einfach hier Äxte. Ich hänge mal eine hin, ja. Und das ist auch beim großen Waffenständer ist das hier ganz gleich. Und hier kommt auch die Kletteraxt drauf, ne? Die Kletteraxt. Jo. Und selbes System ist auch hier bei den... Jo, das ist auch erstmal eigentlich die Neuerung, ne? Es gibt hier keinen Medizinschrank mehr und es gibt keinen Nahrungsschrank mehr. Was es gibt, ist hier einfach ein Schrank für beides. Und auch hier lässt sich das durchschalten, ja. Ich sag mal, eine Flasche Alkohol, ein bisschen Medizin, wenn man zu viel getrunken hat. Hier gibt's dann, jo, anderes Zeug. Aber das lässt sich hier auch rotieren. Eine weitere Neuerung in dieser Version ist, dass sich hier geht es um das letzte Teil eines Gebäudes, das das Gebäude fertigstellen würde. Wird selbiges Gebäude nur dann fertiggestellt, wenn ich mich nicht innerhalb des Gebäudebereiches befinde, der dann verursachen würde, dass ich drin hängen bleibe. Ja? So wie hier sieht man das. Kopf ist eingeklemmt, du musst aus diesem Bereich raus. Das geht hier überall nicht. Außer, ja, ich bewege mich hier ein bisschen raus. Und das ist ja noch in Ordnung. Denn hier mittendrin stehen ist in Ordnung. Ich werde hier nach außen rausgedrückt. Ja, ich demonstriere das auch mal. Beziehungsweise hier drin. Ja, Taste E. Ich hämmer drauf rum. Es tut sich nichts. Außerhalb ist das einwandfrei, ne, wie wir das kennen. Und jetzt bleiben wir einfach mal in der Wand drin hängen und gucken, was passiert. So, ja, ein bisschen. Hier, wir ragen überall rein und Taste E. Ja, rausgedrückt, ne? Das ist auf jeden Fall auch eine Neuerung, was hier die Gebäude betrifft. Mich freut das wirklich sehr. Ja, das eine, sag ich mal, ist etwas, das sich die Spieler oder viele Spieler bereits lang gewünscht haben. Genauso wie das andere, dass man hier mit Rotation bei mehreren Gebäuden auch durchschalten kann. Jo, und das verhindert natürlich Problemchen. Wir kommen zum Inventar. Und, ja, hier gibt es ein paar neue Elemente. Worauf ich jetzt erstmal zu sprechen komme, dass die Kamera im Inventar ist hier ein bisschen nach oben gezogen worden. Ja, so dass man auch die außenliegenden Bereiche gut erkennen kann. Und Gegenstände nicht einfach irgendwo in der Ecke verschwinden, wo man die nicht mehr sieht. Eine neue, ja, ein neues Inhaltsstück, diesmal neu dabei, in der neuen Version, sind sogenannte Story-Fotos. Ja, die sich hier überall auf der Insel und in den Höhlen finden lassen können. Und diese Story-Fotos geben natürlich hier versteckte Orte preis. Wir gucken uns das hier erstmal an. Ja, Foto 4 von 8. Das heißt, wir haben hier 8 Fotos insgesamt und das ist das vierte. Ja, ich denke mal, das ist irgendwo hier, ja, am Strand. Foto 3. Jo, kennen wir auch, die Hütte. Und dann gucken wir noch Foto 2 an, damit ihr ein bisschen was gesehen habt. Und hier sehen wir ganz gut, ja, das ist hier eigentlich im Hintergrund. Ist das der große, alte, uralte, heilige Baum, was weiß ich denn? Ja, und hier ist auch markiert, worum es hier geht. Worum es hier geht. Ich sag mal, das waren die Story-Fotos, ja, damit ihr das nicht vergesst. Denn jetzt kommt an für sich etwas, was ich mir persönlich so nicht erwartet hätte. Ich gebe das offen und ehrlich zu. Ich gebe das offen und ehrlich zu. Soweit ich das auch... Hier ist diese versteckte, ja. Gucken wir uns das mal hier an. Vergleich mit dem, was auf dem Foto drauf ist. Ja, kommt hin, ne? So muss das. Ja. Ich meine auch, dass ich hier in den Steam-Foren irgendwo von den Entwicklern, gelesen habe, dass die das eigentlich verneinten. Und ich pappe jetzt hier die Bombe dran. Und gucken wir mal rein, was dort drin ist, ne? Ein Seil. No? Das Seil. Und dann sage ich mal, wir haben hier zwei Elemente, die wir so noch nicht kennen. Ich nehme mal das eine auf, das hier aussieht wie so Münzen.
4 Stück Munition für die alte Pistole gefunden. Ne? Das sieht hier aus wie eine Pistole gerade eben. Und das ist hier Teil 2 von 8 Teilen der alten Pistole. Ja, meine Lieben. Wir könnten mal von ausgehen. Ja, ich habe mich bereits ein bisschen drum gekümmert. Und wir haben hier einen Haufen Teile. Wir pappen die jetzt erstmal zusammen. Jo. Wir haben hier eine Pistole, eine astreine Pistole. Ich weiß nicht, geschätzt aus... Ich bin kein Fachmann. Im 16. Nee, aus dem 18. Jahrhundert? Was weiß ich denn? Wann hier irgendwo auf der Welt bereits geschossen wurde und wo nicht. Jo. Ist mal wieder Zeit, ne? Kurzen Moment. Jo, und da sind wir wieder hier im Sonnenschein. Ja, das ist die Pistole. Ah, sag mal, die sieht auch ganz ordentlich aus. Ja, das mit dem Zielen ist noch eine Schwierigkeit. Und eins sage ich euch, ja, wenn das Teil hier irgendwo einschlägt, ja. Und damit meine ich nicht hier eben gerade, wie eben jetzt gleich im Spiel. Nee, so meine ich eigentlich schon, ja. So meine ich das schon. Und wir sind an für sich hier. Ich möchte euch an etwas erinnern. Im Schwierigkeitsmodus. Heftig. Ich habe das so nicht erwartet, ja, dass jetzt die Gegner irgendwo aus der Ecke springen. Aber zugegeben, ja. Ich meine, wer hier rampengeil ist, der muss auch dementsprechend dafür hart arbeiten. Wenn ich jetzt hier abspeichere, bekomme ich angezeigt, wie zu Anfangs, zu Eingangs erwähnt, welcher Schwierigkeitsgrad hier aktiviert ist. Ja. 4. November. Heute. Gerade eben. Sag mal, wenn das nicht wehtut, weiß ich auch nicht. Das ist aber auf jeden Fall eine Neuerung, die ich so nicht erwartet hätte. Und meine Lieben, wir kürzen das jetzt hier rapide ab, denn es gibt noch eine letzte, wahnsinnig geniale Neuigkeit. Es ist kein Spieleinhalt, der jetzt bereits verfügbar ist, aber die Entwickler geben in den aktuellen Patchnotes an, mit dem 14. Dezember dieses Jahres wird in diesem Update wird die Tür freigegeben und geöffnet. Der letzte Bereich, den einige von euch bereits kennen, wir haben es uns ja auch mal angeguckt, sage ich. Dieser Bereich soll freigegeben werden. Bis dorthin, ja. Sag ich mal, bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Ich guck in der Zwischenzeit auch zu, ja, ob der Typ noch weiter meine Hütte hier aufzerlegen möchte. Und sag mal, Leute, alles Gute. Wie immer grüßt die Mutti. Das war die Axt im Walde. Ich sag tschüss.